Menschen kommen nach Deutschland, zum Beispiel hier in diesem Fall aus Bulgarien. Sie haben dort wenig verdient, das langt dann vielleicht gerade mal so für die Reise. Und irgendwann stranden sie dann auf der Autobahn, stehen auf dem Standstreifen und kommen nicht mehr weiter. In diesem Fall ist er dann über die Leitplanke rüber, hat die Häuser gesehen, ist dahin geschlichen. Naja, und die haben natürlich gedacht, weil er nicht perfekt Deutsch spricht, könnte sein, dass der da einbrechen will. Der Bauer hatte schon sich seine Schrotflinte zurechtgepackt, aber zum Glück, der Mann hatte nur kein Geld, um zu tanken. Er hat gehofft, dass der Bauer ihm ein bisschen was abgibt, also vom Diesel oder vielleicht ein bisschen Geld, um Diesel tanken zu können. Aber das Problem haben wir jetzt gelöst, denn in einem Pannenwagen ist natürlich auch Kraftstoff. Und da hat er dann erstmal jetzt so 8 bis 10 Liter gekriegt. Da kommt es auf jeden Fall weiter nach Hamburg. Und die Gefahrenstelle hier auf der Autobahn 1, die ist jetzt weg. Hoffentlich wird er jetzt nicht noch breit gefahren.